So, hallo, wir machen weiter bei Super Compact World, die letzte Folge für diese Session. Dann wird es erstmal wieder einen anderen Hack geben. Evil Conquest, da steht es ja sogar. Guten Morgen. Und ja, das letzte Mal haben wir zu Save States gewechselt. So, ab und zu, sage ich mal. Jetzt ist das Fenster wieder nicht an. Fenster, danke. Und... Ja. Schaut euch die Begründung an. Vielleicht könnt ihr es verstehen, vielleicht auch nicht. Companion Key. Nächstes Level. Ich wechsle mal kurz wieder in meinen Slot hier rein. Dann können wir da gucken, was los ist. Wie gesagt, vielleicht... Oh nein. Ich muss den wahrscheinlich bis zum Ende mitnehmen. Ich werde auf jeden Fall von Anfang an direkt versorgt. Mit allem Kram. Das heißt, wir haben auf jeden Fall immer sofort volle Ausrüstung. Aber ich wette, ich muss den bis zum Ende mitnehmen. Wollen wir es erstmal ohne Schlüssel kurz uns anschauen? Und stellen uns einfach vor, ich kann hier nicht die ganze Zeit spinjumpen. Sondern muss... Oh Gott. Muss da mit Schlüssel durch. An manchen Stellen hilft er mir vielleicht auch, aber... Uff. Ja. Hier wäre schon mal gut, mit ohne Verlust durchzukommen. Und ich werde natürlich trotzdem in jedem Level erstmal alles probieren. Ist es hier rutschig oder bilde ich mir das ein? Nein, ist nicht rutschig. Okay. Was wollte ich sagen? Ich werde natürlich in jedem Level erstmal probieren, ohne Safe-Sets voranzukommen. Also sie sind jetzt nicht grundsätzlich aktiviert, in Anführungszeichen. Aber ich habe sie jetzt halt schon genutzt. Das ist Fakt. Entsprechend kann ich schon nicht mehr sagen, ich habe das hier ohne Safe-Sets durchgespielt. Da bin ich denn... Ich bin doch gerade da reingekommen. Jetzt wieder falsch. Ich bin doch gerade eben noch da vernünftig reingekommen. Danke. Ja, okay. Schlüssel ist weg. Ist egal. Wir spielen erstmal weiter. Naja, ist auch egal. Pilz kriegen wir wieder. Ich überlege gerade, aber theoretisch könnte man an die Pilz da oben, aber kritisch. Ist kritisch. Daran zu kommen. So. Jetzt bedenken, wir haben eigentlich einen Schlüssel in der Hand. Das heißt, wir müssen da mit einem Spinjump drüber und den Schlüssel vorher hochwerfen. Hier sollte ich stehen können. Ja. Hier auch Schlüssel werfen und dann Spinjump machen. Uiui. Hier auch Schlüssel werfen und dann auf dem Ding Spinjump. Mit dem Schlüssel im Spinjump hier rüber bis dahin. Okay. Die Sprünge hier sind... Wir haben jetzt mit Schlüssel nichts zu tun. Das geht auch ohne Schlüssel. Das ist das Gleiche. Ja, ja. Ich mache auch den gleichen Quatsch, den ich dann mit Schlüssel machen würde. Okay. Uff. Wisst ihr, wie ich meinen Kopf einfach gegen die Wand schlagen möchte, wenn ich dieses Zurückgehen immer mache? Warum macht man sowas? Ja, genau. Ich brauche die jetzt noch. So, aber das ist auf jeden Fall der Anfang. Das funktioniert schon mal. Jetzt hier einfach nicht treffen lassen. Hier einfach nicht treffen lassen. Das ist doch schon mal gut. Ich weiß gerade nicht, was passiert, wenn... Okay, wenn ich getroffen werde, lasse ich den Schlüssel nicht los. Das ist schon mal gut. Und wir sind sogar groß jetzt hier. Auch das ist gut. Das war nicht so gut. Aber ist egal. Wir kommen bis hierhin. Und auch die Stelle. Nein, ich habe den Schlüssel runtergefetzt. Ah, sollte funktionieren. Ah, okay. Egal. Soweit funktioniert das. Soweit ist das Level in Ordnung. Ist noch nichts allzu Wildes. Keine Stelle, weswegen ich sagen würde, an der Stelle brauche ich unbedingt den Safe-State, weil ich sonst nicht durchkomme. Ist bisher nicht der Fall.
Das war ein bisschen riskant, aber wenn ich eh schon getroffen hätte, dann ziehe ich das einmal aus. So, und jetzt einmal darüber. Das hat vorhin ganz gut funktioniert. Gut. So. Das haben wir jetzt halt noch nicht richtig geschafft vorhin. Da muss ich jetzt gucken. Das Problem, was ich jetzt habe, weshalb ich hier gerade ein bisschen am Zögern bin. Diese Treppen, die fangen halt nicht... Also ich glaube, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich lege die mal ganz kurz ab. Diese Treppen, ich glaube, hier irgendwo kann man sie, glaube ich, noch nicht berühren. Ich glaube, da ist sozusagen die Hitbox. Die sind zwar da, aber ich muss jetzt ein bisschen rüber. Aber ich darf auch nicht zu weit rüber, weil dann komm ich in die Stacheln rein. Nur um euch kurz zu beschreiben, was mein Problem ist an der Stelle. Ich werde es jetzt mal kurz ausprobieren mit Rewinds. Ich spiele das Level schon noch richtig. Ich möchte aber jetzt erstmal die Stelle ausprobieren, dass wir das ein bisschen einüben. Okay, das ist das, was ich meinte. Seht ihr das? Ich kann da unten... Ja, es ist... Ja. Man kann da, glaube ich, schon stehen. Also so und so und dann... Okay, wir gucken jetzt einfach mal, wie es weitergeht. Ich werde das noch in einem Stück spielen. Wir gucken einfach mal, wie es weitergeht. Ah, ich wollte gerade sagen, jetzt brauche ich Keychumps, aber nein, ich muss jetzt auf dem Ding... Schießt der immer? Ja, egal was ich mache, okay. Oh, verdammt. Okay, wir testen auch das erstmal weiter. Ha? Ich brauche aber gar nicht so viel. Wenn ich das richtig gut time, muss ich da gar nicht so lange auf dem Ding spin jumpen. Nice. Dann kann ich hier runter. An die Box komme ich nicht ran, ne? Die Stelle wird auch nicht so schön. Oh, das wird meine Problemstelle. Das weiß ich jetzt schon. Das weiß ich jetzt schon. Das wird eine Problemstelle, das ohne Saves jetzt am Stück zu schaffen. Das ist die Problemstelle des Levels. Ja, wenn ich natürlich hier unten laden kann, geht das schon. Aber das dann in dem Moment zu schaffen, wenn es drauf ankommt... Ja, wobei es geht. Okay, ich glaube, das ist keine Problemstelle. Ich glaube, die geht. Wenn ich da direkt außen rum gehe... Ja, das ist noch in Ordnung. Okay. Dann hier vorsichtig sein, vorsichtig sein, vorsichtig sein, vorsichtig sein. Und hier brauche ich den Schlüssel. Das ist der Grund, weshalb ich den Schlüssel mitnehme. Und dann gibt es hier dann einen Bosskampf. Aber einen ganz normalen Bosskampf. Absolut unspektakulär. Ja, okay, bis auf die Dinger, die von der Seite kommen. Da muss man ein bisschen aufpassen. Aber wenn ich jetzt hier in der Mitte aufpasse, dann ist das im Prinzip die... Dann war es das im Prinzip. Ja. Ha! Ha! So hat es sich jetzt halt wieder zu leicht angefühlt. Na? Die Schwierigkeit in dem Level ist halt wirklich einfach, dass man es am Stück... Also ich setze jetzt hier mal einen neuen State. Und hab das dann ja schon geschafft in diesem State. Und gehe jetzt einfach nochmal zu dem zurück. Und würde sagen, wir probieren es mal 5 Minuten ohne Save States. Es sollte machbar sein. Es sollte wirklich machbar sein und ich würde einfach für mein Gewissen es gerne ohne Save State schaffen, weil es ist nicht so schwierig. Das ist wirklich nicht so schwierig. Das ist jetzt von der Schwierigkeitskurve her, ist jetzt hier wieder leichter geworden, kann man fast schon sagen. Was eigentlich witzig ist, aber gut. Es war eigentlich nur die Treppe hier, ne? Die hat mich gekillt. Die Treppe hat mich gekillt und dann habe ich halt ein paar Versuche gebraucht, um über das Feuer zu kommen. Das bleibt aber auch eine blöde Stelle. Ach, wisst ihr was? Ganz ehrlich. Wir wollen die Level... So, wir machen einfach weiter. Was soll's? Ich werde immer kurz gucken, ob ich es ohne States und ansonsten probieren wir es halt einfach mal mit.
Okay, hier muss ich Dinge tun. Da muss ich einfach eine ganze Zeit lang aushalten, oder wie sehe ich das? Das wirkt eigentlich auch erstmal nicht so schwierig. Vor allem, wenn ich die Federn am Anfang behalten würde. Es ändert sich ja auch nichts. Es ist ja immer das Gleiche. Es ist ja immer das Gleiche. Oder muss ich irgendwas machen? Ich kann auf jeden Fall nicht auf die grüne Mancha drauf. Ich schätze, ich muss einfach abwarten. Kann ich dann nicht sogar einfach über die Sägen hier in der Mitte immer wieder? Ah, das war blöd. Ah, das war auch blöd. Na, aber ich müsste theoretisch doch einfach da ein bisschen rumspin-jumpen können. Sogar ohne die Blöcke da unten. Das wirkt auf den ersten Blick nicht so schwierig. Wenn ich halt keinen Quatsch mache. Komm, zerquetsch mich, danke. Huch. Nein! Wie habe ich das denn vorhin so gut gemacht? Immer. Oh, ich kann zwischen denen hin und her. Das ist ja auch super. Nein, das war jetzt nicht so super. Aber das sollte man hinkriegen. Wenn man sich ein bisschen konzentriert und die Feder gut nutzt, die nicht sofort verliert, sollte man hier wirklich ganz gut durchkommen. Ich habe ja auch noch die Blöcke da unten sogar. Also ich habe ja ganz viele Möglichkeiten. Ich stelle mich halt einfach an. Muss man jetzt gerade wirklich sagen. Das ist jetzt... Ich stelle mich gerade wirklich einfach nur an. Das ist wirklich... Das ist wirklich machbar. Ich weiß nicht, was alles noch passiert in diesem Death Room, aber... Na, hier, zack, jetzt gehe ich da durch. Jetzt kommt der da drüben wieder. Nein! Dumm. Jetzt nehmen wir die Feder hier wieder mit. Dann gehen wir einfach mal hier durch. Ich bin zu hibbelig. Nein, ich darf da nicht bis an den Rand ran. Bis an den Rand darf ich halt noch nicht. Vielleicht wäre es auch einfach schlauer, aber ich bleibe unten. Gehe so ein bisschen hin und her. Ich glaube, ich... Ja, warum will ich mich die ganze Zeit auf Sägen aufhalten? Ich kann ja die Blöcke hier unten nutzen. Dafür sind sie ja da. Ne? Im Prinzip sind ja die Sägen zum Ausweichen und nicht zum drauf rumhüpfen gedacht. So, und dann ist das doch eigentlich voll machbar. Das müsste doch wenn ich zwei Federn habe, muss das doch voll in Ordnung gehen, das Level. Da ist doch nicht... Ich hätte mich ducken können. Da ist doch nichts Wildes dabei. Das sind ein paar Sägen. Zwei Swamps. Und ich habe ganz viel Boden zur Verfügung. Ich weiß nicht, warum ich mich so anstelle. Das ist ja echt nicht das Problem, das Level. Ich kann mich die meiste Zeit einfach ducken. Das mache ich jetzt auch. Ich ducke mich einfach die ganze Zeit. Das funktioniert sogar. Ah, nein! Ich passe einfach nicht auf. Das ist das. Das ist das. Das ist das Ding. Ich passe einfach nicht auf. Jetzt muss ich mich nicht mehr ducken. Das ist auch ein Vorteil. Oder fährt gar nicht bis dahin. Stimmt. Der hinterste Block ist ja dann gar nicht der, der zum Swamp fährt. Der löst den nur aus und interessiert sich aber gar nicht für den. So wie jetzt der sich nicht für den Swamp da drüben interessiert. Oder? Ja. Und dann interessiert sich der wieder nicht für den Swamp da drüben. Aber die Säge interessiert sich für mich. Aber ich kann einfach zwischen den beiden Blöcken hin und her hüpfen. So, der interessiert sich nicht für diesen Swamp. Und der hier drüben interessiert sich nicht für diesen Swamp. Dann mache ich einfach kurz ducken. Dann gehe ich wieder hier rüber. Dann ducke ich mich wieder kurz. Der interessiert sich nicht für mich. Ich komme mir blöd vor. Ich komme mir echt blöd vor, dass ich da jetzt wieder getroffen wurde. Die Frage ist, was muss man tun? Muss man irgendwas machen gleichzeitig oder muss man einfach nur warten? Das ist das, was ich noch nicht weiß. Muss man einfach nur warten oder muss man irgendwas in der Zeit auch noch machen? Und das ist das Problem. Weil wenn ich irgendwas machen muss, kann ich hier natürlich 3 Jahre rumhüpfen.
einfach mal nicht treffen lassen. Es ist so einfach, das Level. Ich verstehe nicht, warum ich mich so... Was ist das? Was in meinem Kopf sorgt dafür, dass ich da... dass ich einfach nicht aufpasse? WTF? Ich muss auf ganz wenige Sachen achten. Und das ist schon zu viel. So wenig, was ich beachten muss. Es könnte so viel schlimmer sein. Das muss doch hinzukriegen sein. So, jetzt wieder den Stein wechseln. Jetzt hier ducken. Den Stein schon mal wechseln. Hier ducken. Direkt den Stein wechseln, dass ich auf dem richtigen auch gleich lande. Das war ein bisschen kritisch, aber hat gepasst. Hier, aufpassen. Passt auch. Ja! Oh, 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 shit. Ah, da ist eine Röhre. Nein, ich habe die Feder verpasst. Weil das geht bestimmt noch weiter. Ich habe die Feder nicht mitgenommen. Ich hätte einfach die Feder mitnehmen können, die zwei... Oh. Dumm ich mir vor. Wie einfach dieses Level ist. Wie einfach dieses Level ist. Das könnte eines der ersten Level hier sein vom Schwierigkeitsgrad her. Ich muss kaum was machen. Was ist das? Das kommt komplett unerwartet, so ein einfaches Level. Jetzt weiß ich ja, ich muss... Oh boy, ich muss einmal die Feder behalten. Das muss ich auf jeden Fall. Ja, dann kann ich hier schon wieder aufhören. Aber ich hätte es gerade gehabt, Leute. Ich bin so blöd. Springen wir einfach zurück bis zu der Stelle? Ja, wir hatten es. Ich habe einfach nur die Feder nicht eingesammelt, die ich hätte einsammeln können. Ich stand ja auf der Röhre drauf. Ich meine, guckt euch das an. Wenn man das an der Stelle halt weiß, kann nichts mehr schief gehen. Ich habe einfach nur vergessen, die Feder mitzunehmen. Warum soll ich da jetzt nochmal spielen? Ich habe... Nee, ist doch Quatsch. Ist doch Quatsch. Warum sollen wir die Zeit verschwenden? Warum sollen wir die Zeit verschwenden? Ganz ehrlich. So, das ist das Level, auf das der international sprechende Typ wartet. Der hat nämlich geschrieben... Das ist der eine der wenigen, der dieses Spiel sehen will. Und er hat damals geschrieben, oh Gott, finde ich das jetzt noch raus. Unter einem der ersten Parts hat er geschrieben, der Alva war das nämlich. Der wartet auch schon ganz ungeduldig, dass es damit weitergeht. Und jetzt kommt endlich der Part mit diesem Level. Den werde ich dann auch gleich so nennen. Dann weiß er Bescheid. Oh, was hat er denn geschrieben? Wo ist es? Moment, ich hab's gleich. Ich hab's gleich, ich hab's gleich, ich hab's gleich, ich hab's gleich, ich hab's gleich. Ich hab nicht gedacht, dass ich jetzt hier schon lande. Ah, sonst hätte ich den Kommentar vorbereitet. Ja. Aber wir haben's gleich. Ich hab hier den zweiten Part. Ja, genau. When do you upload second part? I wonder how you can pass ferocious beasts level. In my game, one green apple is missing, so I can't beat level. Okay. So. Ihm fehlt also eine grüne Beere, was auch immer das zu sagen hat. Wahrscheinlich geht es hier um Yoshi oder so. Wir werden sehen. Ah, es geht um Zeit. Okay. Das heißt, Yoshi muss grüne Beeren essen. Da ist schon mal mein Yoshi. Howdy. Fehlt noch die grüne Beere. Da ist die grüne Beere. So, ich schätze... dass wir Sprite Limitations bei ihm haben. Und da wahrscheinlich einfach irgendwo mal eine Beere fehlt bei ihm. Das kann gut sein. Schauen wir mal uns das Level in Ruhe an. Oh Gott, das ist echt knapp. Vielleicht sollte ich nicht rutschen, oder? Doch, ich muss rutschen.
Oh boy! Aber ich bin ziemlich sicher, dass er irgendwie auf Sprite Limitations gelandet ist. Ich konnte ihm nur noch nicht antworten, weil ich das Level noch nicht gekannt habe vorher. Oder ist hier irgendwo noch eine grüne Beere im Gebüsch? Nee, ich sehe nichts. Da ist nichts. So, auf jeden Fall sind es keine Äpfel. Okay. Gut. Schneller. Oh boy! Wie kann ich da noch zackiger durchkommen? Das ist ja echt schon... Oh, es geht... Das ist so knapp. Nein, ich habe nicht mitgenommen. Oh, ich... Muss ich ihn vielleicht gar nicht essen? Muss ich ihn vielleicht gar nicht essen? Aber kann ich vielleicht? Ja. Ich kann so rum. Okay, ich kann so rum. Ich muss den nicht essen. Ich glaube, das ist trotzdem schneller, da zu rutschen. Nicht sicher. Ja, würde funktionieren. Okay, würde funktionieren. Oh, das wird richtig heftig. Das wird richtig heftig. Nein, das hat wieder nicht. Puh. Ja klar, wenn da irgendwo eine Beere wegglitscht. Na, das ist nicht so gut, jetzt ist der groß geworden. Aber wenn da irgendeine Beere wegglitscht, ist natürlich vorbei. Wenn es auf jede einzelne Beere ausgelegt ist und eine glitscht raus, dann hast du verloren. Tschüss. Nice. Oh Gott. Das werde ich mit Safe States spielen. Das werde ich definitiv mit Safe States spielen. Und zwar an jeder Beere. Da habe ich jetzt keinen Nerv für, mich ständig unter Druck setzen zu lassen, neu. Na? Hoffe, ihr versteht das. Wir gucken mal, was alles kommt. Aber hier geht es mir jetzt erstmal um die Theorie überhaupt. Und das ist ja auch das, was er wissen will. Wie man dieses Level... What? What? Wie man dieses Level schlägt. Also die schicke ich dahin. Und dann brauche ich aber wahrscheinlich noch das Springboard da drin. Das alles unter Zeitdruck. Das ist wirklich eine ganz merkwürdige Schwierigkeitskurve, die mal wieder zwischendurch... Ach so, ich... Ah, verstanden. Ich springe da gar nicht da hoch. Ich mache das von der rechten Seite aus. Ich mache das von der rechten Seite aus. Okay. So. What now? Da ist die nächste Beere. Dann werde ich mit meinen Saves jetzt wahrscheinlich trotzdem sowieso in die Lage kommen, dass ich an manchen Stellen zu knapp spiele. Und dann trotzdem trotz Save States an manchen Stellen wahrscheinlich nochmal von vorne anfangen muss. Das kann passieren. Das kann passieren, weil ich sozusagen dann einen State setze an einer Stelle, an der ich schon zu viel Zeit verloren habe und zu spät die Beere bekommen habe. Also dann wird das Level so oder so schon schwierig genug. Ach Gott, so. Na, ich muss das von da oben runterpacken.
Aber hier am Anfang, also ich denke, da komme ich nicht viel schneller zur ersten Bärin. Ich meine, da hatte ich eh nur 10 Sekunden. Jetzt noch 20 Sekunden zu haben, das... Viel mehr ist nicht drin. Ich warte auf den Moment, dass ich mich versave state. Und das ist dann auch wieder ein Level, da spult sich's ganz furchtbar zurück. Oh, diese blöde Ecke da oben. Da spult sich's ganz furchtbar zurück. Nice. Ich muss nach unten drücken und dann... Es passt, es ist ja richtig hingesetzt. Es ist ja vom Setup her, es ist ja echt gut hin platziert. Oh, das war schnell. So, hinstellen, nach unten drücken, loslassen. Okay. Nein! Den habe ich jetzt auch kein State gesetzt, weil ich halt gebraucht habe. Weil ich halt zu lange gebraucht habe. So, das ist gut wieder. Oh gosh. Ihr seht ja, ich brauche so schon viel zu lange dafür. Und jedes Mal die 10 Sekunden, diese knappe 10 Sekunden Spanne am Anfang nochmal zu spielen, habe ich halt auch überhaupt keine Lust. Und das jedes Mal... Nee. Das ist ein Level, da muss ich safe staten, sonst werde ich bekloppt. So. Na, den wollte ich eigentlich essen. Ganz gern. Oh, ich muss mich erst hinstellen und dann kann ich den nicht einfach direkt mitnehmen. Die Zeit habe ich halt eigentlich nicht. Da ist schon die nächste Beere. Sheesh. Da käme ich doch aber sogar ohne Shell durch. Die ist nur im Weg, die Shell. Die kann weg. Die kann weg. Das geht schneller, wenn ich die einfach wegknalle. Und dann ein bisschen aufpassen. Wobei ich jetzt vielleicht genau das Problem bekomme, was er hat, wenn ich die Sprites hier lasse, ist vielleicht eine der nächsten Bären nicht mehr da. Könnte passieren. Wir probieren es einfach aus. Ah, ich wollte den State nicht setzen. Der war blöd. Den wollte ich nicht. I'm sorry. Den wollte ich wirklich nicht. Ich wollte aber eigentlich... Ah, Mist, den wollte ich nicht. Ach, der ist jetzt wieder dumm. Jetzt muss ich trotzdem von hier. Ja, so wollte ich das im Prinzip machen. Der State tut mir leid. Der war keine Absicht. So, aber das war der Plan. Der State war Absicht. Aber ich glaube, ich sehe das Problem. Hier sind so viele Chucks. Wenn man die nicht los wird, wird irgendeine von den Bären verschwinden. Da unten wäre die Shell... Hä? Da unten muss die Shell rein. Was kommt da raus? Ein P-Switch, den ich später brauche? Oh oh, ich hab was falsch gemacht. Ich hab hundertprozentig... Ich brauche die Shell. Ich muss die Shell dann hier ablegen. Ich muss die Shell dann hier ab... Ich dachte, ich brauche die Shell, um da oben durchzukommen. Dass das der Intended Weg ist. Ich brauche die Shell, um hier unten die da reinzuschießen. Boy. Okay, wir spielen mal gerade mit Safe States weiter. Muss mir das mal angucken, was da alles kommt. So, jetzt hätte ich irgendwas aus dem Block da unten bekommen, theoretisch. Theoretisch hätte ich irgendwas aus dem Block da unten bekommen.
weiß nicht, was ich da unten rausbekommen hätte aus dem Block. Okay, hier kann Yoshi theoretisch reinlaufen. Das tut dem erstmal nicht weh. Ach, was mache ich denn? Ist jetzt egal, wir probieren es aus. Ich habe es eh schon verhauen. Weil ich hätte jetzt irgendwas dabei haben müssen. Irgendwas muss ich an der Stelle dabei haben. Ich weiß nicht was, aber irgendwas muss ich da dabei haben. Irgendwas wäre in dem Block drin gewesen. Aber ich weiß, wie gesagt, nicht was. Oh, geh halt einfach mal aus dem Weg, du Pflaume. Ich komm da nicht durch, ne? Nein! Und da wäre wieder was. Dafür brauche ich auch die... Hä? Ist das nur für die Yoshi-Coins nachher? Oder was? Alter. Ich weiß, ich könnte die besiegen. Ich habe die Zeit dafür, theoretisch. Um zu gucken, um weiter zu gucken, was überhaupt noch kommt. Aber ich will halt trotzdem möglichst schnell hier durchkommen, dass wir möglichst viel... sehen können, von dem, was kommt. Wobei, ich könnte auch als kleiner Mario kurz weiterschauen. Ja, wir gucken kurz. Da muss ein Springboard drin sein. Shoot. Oder eine Feder. Irgendwas brauche ich da. Feder, Springboard, Pilz, keine Ahnung. Irgendwas brauche ich da. Wait. Wait. Andere Idee. Ob das funktioniert? Jetzt bin ich gespannt. Okay, den hau ich jetzt erstmal weg. So, zum Gucken ist das okay. Ein Quatsch. Okay, okay. Nein! Die kommen rüber. Die kommen rüber. Vielleicht reicht das aus. So als kleiner Springboard-Ersatz. Ach komm. Setz dich doch wieder auf Yoshi drauf, Mann. Dass der da so in der Ecke ist, ist ungünstig. Okay. Komm her. Es reicht. Ja, es reicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was immer hier gedacht war. Also ich gehe davon aus, dass man diese Shell nehmen sollte. Ich weiß nicht, was in dem Block drin ist. Was könnte in dem Block drin sein? Entweder eine Feder... So, ich denke, man soll da hinten ein Springboard haben. Das ist das, was ich denke. Oder es ist ein Bonus und es kommt einfach Leben raus. Das kann auch sein. Ich weiß es nicht. Aber bärentechnisch hat es funktioniert. Bärentechnisch hat es funktioniert. Mit Millionen Save States. Aber... Ja. Nichts, was ich ohne Save States... Nein, das ist viel zu viel auf einmal. Da bin ich viel zu sehr unter Druck. Nee. 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 Und ich will den Hack durchbekommen. Denke mal, einen Part haben wir dann noch für den Hack. Und dann haben wir es auch geschafft. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.